Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Gast TV. Ich bin unterwegs mit Becky, wie immer. Und Bart. Wir haben heute eine Challenge. Und zwar wollen wir nicht so viele Fische wie möglich fangen, sondern so viele Gewässer wie möglich beangeln und dort Fische fangen. Das heißt, wenn wir hier einen Fisch fangen, gehen wir weiter zum nächsten Gewässer und wollen da gucken, wie wir uns da anpassen können, dass wir da irgendwie ein bisschen probieren, andere Fische zu fangen. Hier geht es auf Hecht, dann auf Zander, vielleicht dann auf Barsch. Und unser Ziel ist es, 5 verschiedene Gewässer zu beangeln und dort Fische zu fangen. 5 Stück, oder? 5. Boah. Und wenn wir es nicht schaffen, darf der Wecki mir heute die Haare schneiden. Kommen die grauen Männer mal ab. Ich habe eine Haarschneidemaschine durch Zufall dabei. Beziehungsweise nur mein Rasierer. Schaffe ich damit. Easy. Los geht's. Und erster Wurf, First Cast. Go. First Cast TV. I really have the feeling it boom. Every second. Fische den Maze Runner. Ihr kennt das, oder beziehungsweise viele wissen das. Ich vertraue ihm zu 1000%. Aber manchmal wollen sie natürlich auch andere Sachen haben. Deswegen habe ich auch großen Predator dabei. Aber den fischt der Wecki, glaube ich, gerade. Ich fange mit dem 20 cm Predator an. Nicht wundern, dass der ein bisschen dirty aussieht. Der hat schon ganz, ganz viele Fische auf dem Buckel und ist bestimmt schon 1,5 Jahre alt. Aber hat auch schon den ein oder anderen 2 Meter Waller mit der Spinnrute gefangen. Von daher sei es ihm verzeiht, dass er nicht mehr ganz so fresh aussieht. Aber ich bin zuversichtlich, dass er trotzdem noch Fische fängt. Fisch! Ah! Pike? Lost it! But it was a big pike, 90. Fish. Ui. It's a big one. Easily 80. Maybe bigger. Yeah, 80. Der Maze Runner hat wieder zugeschlagen. Wir angeln hier gerade 5 Minuten Maximum. Und ich habe einen richtig dicken Hecht gefangen. Wow. Alter, das ist ja eine richtige Maschine, oder? Oh, geil. Guckt euch den Fisch an. Oh, auf dem Maze Runner. In Gold. Ein wunderschöner Fisch. Das ist das erste Gewässer, was wir abgehakt haben. Den hake ich ab. Uppa. Den hake ich ab und dann geht's weiter. Oh, ist das ein schöner Fisch. Maze Runner, ich sag's immer wieder, der Maze Runner ist einfach eine Maschine. Ich liebe ihn. Da ist er. Gummi hat er abge... wetzt gerade. Wunderschöner Fisch. 90 hat der locker. Der darf zurück. Ui, da wollte er auch zurück. Geil. Puh. Hammer. Das hat nicht lange gedauert. Hey, 10 Würfe? Ja. Vorher einen verloren. Ich frage mich, ob es der gleiche war. Aber der hing. Also. Akro. Geil. Krass. Nächstes Gewässer, obwohl man natürlich jetzt dazu neigt, zu sagen, man angelt hier einfach weiter. Okay, los geht's. Weiter geht's. War der erste Fisch größer? Ich glaube, es ist der gleiche gewesen. Ja, eigentlich würde ich jetzt gerne hier bleiben, aber unsere Challenge, wir müssen gehen. Let's go! Passt mir eigentlich nicht so lange. Ja. Was gibt's jetzt denn das denn? Ich glaube jetzt, Zander. Gucken wir mal Zander. Auf Zander. Wecki. So, ich bereite noch kurz meine Route vor. 70 Gramm Spinnsystem, denn ich fische ein bisschen größeren Köder. 6,5 Inch, Venom. Sehr geil, muss funktionieren. Hoffentlich.
Die Taktik ist jetzt hier auf Zander und Barsch zu angeln und hoffentlich Fisch Nummer 2 abzuhaken, weil am Ende, ich mag zwar Becky, hab ihn echt lieb, aber mein Friseur soll er jetzt nicht werden, um echt zu sein. Wo bist du mit deinen Gedanken? Woanders kurz. Boah, ich weiß schon, ey. In Prag, bei irgendeiner hübschen, vollbusigen Blonden. Oh. Jetzt wird aber erstmal geangelt. Becky fährt am Wochenende nach Prag. Ja, wird wild. Geburtstagsparty von einem meiner besten Freunde. Kann nur gut werden. Komasaufen nennt man das auch. Venom, 4,3 Inch. Eigentlich für mich zu klein. Ich mag es, große Köder zu angeln. Aber jetzt zu der Jahreszeit ist viel Kleinfisch unterwegs. Und es geht ja darum, überhaupt einen Fisch zu fangen, um meine Frisur zu retten. Alles oder nichts. 6,5 Inch. All or nothing. Geh mal, wir gehen hier so rauf, so die Kante darüber. Der erste Wurf, den ich immer mache, ist so. Aber man geht, du musst aufpassen, man reißt hier sau viel ab. Echt? Wirf mal da rüber zu dem Dings, das ist auch gut. Ich hatte hier auch einen Barsch auf dem Spin-Jig im Turnier. Da los, Becky? Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall kein Fisch. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Das ist ein Baum. Zieh den mal nicht so über den Spot, zieh den mal ein bisschen. Ja, der Spot scheint hier nicht zu liefern, weil hier kriegt man schon ziemlich am Anfang Feedback, ob der funktioniert oder nicht. Und ja, 3 Würfe gemacht, kein Fisch. Das ist ja ein relativ kleiner Spot. Vielleicht nochmal zu einer anderen Zeit herkommen, aber theoretisch ist morgens eine gute Zeit. Ist unabhängig von Strömung und vor allem von Gezeiten. Das heißt, das Feedback hätte schon da sein müssen. Schade. Aber ist ja auch eine Erkenntnis. Jetzt braucht man hier die nächsten Tage nicht nochmal herkommen. I would say last cast, then we leave. Fish! Very good. But it's one from the list, that's good. Nice sender on the Predator. It was on the right on the drop-off near the wall. You have to get down to Felix. Land it. Yeah. Oh yeah, man, nice fish. On the Nace Predator. CO5, I love it. Good job, my man. Good. Thanks, man. Second fish for the competition. We can leave the spot now. Go to the next one. Nice lender, man. Yeah, thank you. What do you think? It's like 55? 55 something. Oh. Hey. All wet. Nice. Right. So, hier sind wir fertig. Fisch gefangen, Nummer 2. Weiter geht's. Los. Ha. Ich will auch einen Fisch fangen jetzt. Die beiden haben schon gut vorgelegt. Aber wir sind gerade mal seit einer halben Stunde am Angeln. Könnte eigentlich nicht besser laufen. Nächster Spot, da hole ich einen. Ich muss tatsächlich sagen, 2 Spots, 2 Fische, das ist nicht schlecht. Wenn es so weitergeht, dann mache ich mir keine Sorgen mit den 5 Fischen heute, beziehungsweise 5 Gewässern, an denen wir Fische fangen. Jetzt fahren wir zum nächsten, 10 Minuten entfernt, ein kleiner Fluss, wo nicht so viel Strömung drauf ist. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das geil ist. Aber wir werden es versuchen und ihr seid natürlich dabei, wie immer. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr jetzt glaubt, dass wir die Challenge schaffen oder nicht. Hä? Ich hätte da schon rechts gesollt. Boah. Und angekommen am nächsten Spot. Hier war ich schon mal mit Dustin. Hier habe ich schon mal nichts gefangen. So, erster Wurf am neuen Spot, Gobi, weil, vielleicht erinnern sich einige, im YPC habe ich hier schon mal darauf gut gefangen. Einen Zander, einen dicken, also guten Turnierfisch.
Und das würde ich jetzt natürlich gerne nochmal machen. Looking for my friends, the other fishermen. Ah, thanks a lot. Hab euch gar nicht gefunden. Schauen wir mal. Fang doch mit einem kleinen Predator an. Wie kommt's? Weiß nicht. Hab ich gerade im Feeling. Upsala. Hey, but I think there is no current at all. Hier fährt das Fluss gleich weg und dann ergibt sich da, glaube ich, ein richtig geiler neuer Spot. Das war nichts. Jetzt geht's zum nächsten Spot. So langsam könnte ich mich mal entschneidern. Wird gut tun. Topwater, nächster Spot. Los geht's! Pam! Bro, is it just Topwater? So langsam wird's hier ein bisschen warm. Muss ich mich mal ausziehen. Und trocken geblieben ist es bis jetzt zum Glück auch noch. Was hier? But we are fishing. We will fish now. Come, let's go. Let's hurry up. We don't have that much time. Becky! Schnell GoPro an, dann geht's los, los, los. A lot of small bait fish in here. Oh, and clear like hell. New water. We're gonna try some topwater fishing. At least Dustin is. And I'm on a crankbait. I will give that a try. And maybe change to topwater soon. Ich fange jetzt erstmal wieder mit dem Chatterbait an, aber eigentlich nur, weil er noch an meiner Route montiert ist. Und ich leider selber keinen Topwaterköder dabei habe. Aber ich hole mir gleich bei Dustin ein. Und dann versuche ich auch ein paar Würfe mit unserem neuen Prototypen. Das ist er. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Namen für den habt. Ihr wisst ja, Film. Also alle unsere Köder sind nach Filmen benannt. Deswegen, wenn ihr einen Namen dafür habt, dann schreibt in die Kommentare. Ich bin für Reaper bis jetzt. Reaper finde ich nicht schlecht. Oder Top Gun, weil er an der Oberfläche läuft. Vielleicht braucht man einen Popper, ey. Das ist ein anderes Muster kurz, weißt du? A really small follower. Have you seen it? Ja, gerade einen Nachläufer gehabt. Winziger Barsch, aber er hatte vielleicht 10, 15 cm. Der wollte nur mal gucken. Vielleicht wollte er sich paaren. Was ist los, Maschine? Pures Chaos. Ich kann mir nicht erklären, wie das gerade passiert ist. Ich habe ein bisschen zu kräftig geworfen. Da kriegt man ab und an mal eine Perücke rein, aber sowas. Hab ich bis jetzt noch nicht erlebt. Da gehen ein paar Meter drauf, ne? Tja, darf ich alles abschneiden. Ich kann die Rolle, glaube ich, gar nicht mehr fischen. Da sind jetzt noch 20 Meter danach drauf. Ja, 30 vielleicht. So, hier ging auch nichts auf Topwater. Egal, es war ein Versuch wert. Ist, glaube ich, auch die falsche Tageszeit. Ganz viel Baitfisch. Wenn man hier früh hinkommt, könnte das gut sein. Becky ist schon zurück zum Auto. Ich glaube, der hatte mit einer Statio eine Perücke gemacht. Ich frage mich, also, dass man mit einer Basecast haben wir eine Perücke wirft, aber mit einer Statio? Habt ihr das schon mal erlebt? Schreibt mal in die Kommentare. Mit geflochtener Schnur, ne, nicht mit Sehne. Der Wecki. So, nächster Spot. Twitchbait. Kann auch sein, dass wir gleich hier vom Wetter verscheucht werden, weil es riesen Regen angesagt. Und man muss sagen, es zieht sich auch schon zu und es fühlt sich so an, als ob es gleich hier losbricht, oder? Becky hängt schon mal gut. Mann, ey, alles abgerissen. Niti Vorfach, Fluo und mein Predator. Nicht mein Tag heute. Becky, der passt gut ins Team Chaos. Kommt ihr her, wir laufen 10 Minuten zum Spot und sagt, ja, nee, Fluo Carbon, andere Jigs habe ich nicht mitgebracht. Weil im Fluss an der Steinpackung hängt man ja auch ganz selten. Der Becky.
Hey, aber es sieht doch so geil hier aus. Das Einzige, was echt nicht geil ist, dass hier an jeder Bude ein Angler steht. Aber irgendwie habe ich hier schon ein gutes Gefühl. Trüb, Kehrströmung. Da müsste doch mal einer gehen, oder? Ab zur nächsten Bude. Hier ging nichts leider. So, immer noch der Rhein, also kein neuer Spot, aber wir haben hier noch keinen Fisch gefangen. Deswegen muss jetzt hier einer kommen. Wir müssen erhöhen auf 3 Fische und sonst sehe ich meine Haare schon hier vom Wecki frisiert zu werden. Das wäre, glaube ich, schwierig. Aber gucken wir mal. Sieht hier geil aus, muss ich sagen. Ich glaube, wir fangen hier einen Fisch. Oh, Fisch! Was für ein Biss, ey. Brauchst du Hilfe? Kescher könnte jemand aufbauen. Guter Fisch? 55er. Ja, doch. Vielleicht auch ein bisschen größer. Naja, 55, Ende 50. Jo, das ist doch gut. Wo können wir den ablegen, dass er nicht paniert wird? Am besten gar nicht. Felix, kannst du kurz meine Rute halten, bitte? Oh, das ist doch geil. Spot Nummer 3. Nee, nicht Spot Nummer 3. Fisch Nummer 3. Spot Nummer 4 oder 5. 2 Fische noch. Eigentlich müssten wir gleich weg. Weggehauen hat er den Venom in einer meiner Lieblingsfarben. Und zwar ist das 10.02. Und das? Ja, 55 vielleicht, maximal. Im Turnier wäre das ein schöner Fisch. So, Fisch hier rein. Nicht so weit runterschmeißen, ne? Und tschüss, mein Großer. Ah. Ah, yes. Kein Monster. Aber Fisch Nummer 3 für heute. Super. Das ist gut. Geil, 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 geil. 4,3 Inch. Genau das Richtige. Und das ist so typisch. Ne? Wer stellt sich genau auf den Spot? Wecki. Komm, mach dich vom Acker. Spaß. Bleib stehen. Ja? Kann stehen bleiben. Nee, ich wollte eh da oben. Ich war nur wegen dem Kescher hier oben. Auch meine Seite hier sieht richtig nice aus. Aber bis jetzt kam noch nichts. Aber wir machen hier noch ein paar Minuten an dem Spot. Vielleicht ändert sich's gleich. Boah, es sieht hier super gut aus. I go down here. Oh, did you walk down here? But please don't destroy my rod. I just have one for the tournament. Strike. 100%. Ja. Neuer Köder, kann man auch sehen dann. Ja, der kommt frisch aus der Packung. Hier sieht man so den Cut. Sieht aus wie ein kleiner Zander, um ehrlich zu sein. Aber Fisch ist da. Bock haben sie. Ja. Yeah. It's really small one. Ich glaube, der hätte nicht mal Maß, oder? Obwohl doch, 42 könnte der haben. Ja. Ah. Quick Release. Aber er war klein. Aber Maß hat er trotzdem gehabt. Zählt allerdings nicht als Fisch Nummer 4 für unsere Competition. Sondern leider ist das das gleiche Gewässer. Hey guys, we need to change water, because if not, Felix will shave my hair.
Fish? Geil. Big one? Yeah? You need a net? Felix! Net! Kescher! Ja. Der ist da hinten. Oh, fuck. Wow. It was a last cast in this spot, and it brought us fish. So, not the right fish, but a beautiful fish. Yes. Can you do it by your own? Yes, of course. Becky! Thanks. Oh, the S? No, I have it. Look. Nice asp. Round. Oh, it's 70. 70? 70, 100%. On a new Mad Max. Neu. Was a nice strike? It was extremely hard strike. Right in the current. So it fought like hell. And what do you say about the next one? Ah, we talk later. Yeah. First release and then we talk later. Nice fish. Put it in here. Oh, it's 75. Bye-bye. I mean, this was your first fish with a nice one, 20 yes. gram casting? I fished the first time I fished with this rod, and it was it has super good action. And it's you can say the truth. I mean, you have Nace on your head and you are sponsored by Nace, obviously, but... But it's super light and I like to fish super light and it is amazing. It's right in my alley. I love it. Very good. That's cool. Aber immer noch nicht der nächste Fisch. Deswegen müssen... We have to change the water because if not, Felix will shave my hair. Let's das go geht fast. Nicht. Let's go. Das sieht hier wirklich richtig gut aus. Irgendwie wie ein Großfischspot. You see always fish on the edge, on the surface. Maybe asp hunting. Again, you see? And again. Fish! Ah, oh, lost it! Big one, big one. Was really big one. Fuck! Ja, jetzt habe ich auf dem Twitchbait gewechselt, direkt einen Biss gehabt und einen Fisch drauf gehabt, aber leider verloren. Ganz geil, aber ganz nah am Ufer hier, also naja, nicht ganz nah, aber so 3 Meter, 4 Meter raus. Ja, es gibt ja ein bisschen Confidence, ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Vertrauen. Und da ist ein Storch, der bringt die Kinder. Ich kann jetzt erstmal Pause machen bei mir, würde ich sagen. Ja? Flieg ruhig mal weg, Kollege Schnürschuh. Weiter. Noch weiter. Reicht jetzt erstmal. Boah, jetzt fängt es richtig an zu regnen. Ist hart gerade. Ja. Durch den Monsun. Oh, hast du gesehen? Ein Hänger. Oh nee, bitte nicht. Ich glaube tatsächlich, dass für den Köder fast ins Wasser gehen würde. Ist auch eine dumme Idee, oder? Boah, ist das glatt hier. Hier ist gar kein Grip. Nee. Ja, ist schon echt weit drin da, ne?
Ja, das wird zu tief sein da, denke ich. Ich sag mal so, Regen, Prototyp abgerissen, das war's für heute. Aber das Schlimmste werdet ihr jetzt noch sehen. Gleich kommt eine Blende und dann werdet ihr sehen, wie Vicky mir die Haare schneidet. Bis gleich. Jetzt geht's zum Schönen an die Haare. Hättest du gedacht, dass ich dir jemals mal die Haare schneide? Nein. Freust du dich? Nein. Ich gebe mein Bestes. Alles andere würde für dich auch nicht gut ausgehen, mein Freund. Ja, das ist wohl wahr. Ich probiere. Also ich tast mich jetzt Step by Step ran. Das Schlimme ist, morgen drehe ich YPC. Vorrunde. Also. Wenn ich da aussehe wie ein Hyopai, bist du schuld. Nicht so schlimm. Man darf nicht so eitel sein. Nein, ich gebe mein Bestes. Ich will, dass du gut aussiehst morgen. Let's Sehe ich go. So nicht? Doch, natürlich auch. Kannst du vorher kurz, dass ich ein bisschen entspanne, eine Massage geben? Nee. Eine ganz kleine? Das macht Flo danach dann. Okay, jetzt machen wir erstmal hier. Wie kommst du eigentlich darauf, dass du das kannst? Das habe ich mich eben aufgeführt. Jetzt mal ohne Spaß. Ja, mein Bruder einmal während Corona die Haare geschnitten. Einmal? Ja, und Papa auch. Auf den Nacken hier geht das immer alles hier, was wir veranstalten. Ja. Papas Nacken, ne? Ja, Jungs, ich habe mir das irgendwie alles ein bisschen leichter vorgestellt. Und ich mir ein bisschen schlechter, um ehrlich zu sein. Schlechter? Ja, das geht doch. Aber es ist zu erwähnen, dass das gar keine Haarschneidemaschine ist. Nee, das ist ein Rasierer. Aber ich finde, es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Ist in Ordnung. Siehst wieder ein bisschen jünger aus. Ist das graue Fell ab. So. Also, liken, kommentieren, abonnieren. Vicky, danke für den Haarschnitt. Gerne. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.